Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertestvideo mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch, ganz klar, wieder einmal ein Bierchen, das ich zugeschickt bekommen habe vom lieben Andreas, dem Silentium, und zwar heute hier das Tegernseher. Tegernseher hell, kenne ich gar nicht, das heißt ganz klar wieder aus Bayern, Oberbayern ganz genau, und zwar Tegernsee Kurort. Ne? Jetzt überlege ich gerade so, Kurort, naja, machen wir mal eine Bierkur so in etwa mit diesem Bierchen. Denn das hat tatsächlich, schöne Überleitung, ja, richtig gute Bewertungen abbekommen. Ich habe es noch nie getrunken, ich habe noch mal extra nachgeguckt in meiner Liste, ob ich es auch wirklich noch nie getrunken habe, und ich habe es tatsächlich noch nicht getrunken. Kommt hier auch wieder in so einer Euroflasche daher. Ich weiß auch nicht, bei uns in Berlin gibt es auch voll die NRW-Flaschen, ne? Und in Bayern gibt es irgendwie immer diese Euro-Flaschen. Naja, wenn da einer Bescheid weiß, warum das da unten so ist in Bayern, warum es da diese Euro-Flaschen gibt, vermehrt anscheinend, würde mich mal interessieren, warum das so ist. Ja, also irgendwie so Ost- und Norddeutschland wohl irgendwie eher so NRW-Flaschen, ne? Oder die Longnecks, naja. Egal, so, Etikett sieht auf jeden Fall cool aus, bayerisch natürlich, ne, bayerisches Fähnchen und auch schön hier so die Ortschaft oder dieses Stadtteil Tegernsee hell, hier sieht man es nochmal schön so, ja, ich würde mal fast sagen gezeichnet, oder? Sieht richtig geil aus vom Etikett her. Hat, wenn ich es richtig lese, 4,8% Umdrehungen und gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Also Wasser, Gersten, Malz und Hopfen, das ist ja immer ein bisschen strenger, wie wir wissen, das bayerische Reinheitsgebot. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich habe Bier durch, habe mich wieder für den Krug entschieden. Ne? Frisch ausgespült, so soll es sein. Machen wir mal auf das Ganze. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, der duftet auf jeden Fall schon ein bisschen. Oh, schön, ein bisschen lieblich sogar. Der Kronkorken und so für euch Sammler, der sieht so aus. Ja, auch bedruckt. Tegernseer Bier steht da auch noch drauf. Okay. So, wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Ja, Entspannungsverdampfung auf jeden Fall drin. Schön frisch das Ganze. Ich würde sagen, lassen wir laufen. Hab ich durch. Zack, und es läuft. Ja, es ist ein helles. Ich finde, die hellen, die trinken sich wunderbar aus so einem Hybriden, also aus so einem Krug. Haben wir jetzt ja schon festgestellt. So. So, mal gucken, ein Blümchen hinbekommen. Bekommen wir hin. Und anscheinend sogar ein recht hübsches, wenn ich das so mir angucke. So. Gut. Was haben wir da? Haben wir auf jeden Fall ein Bier. Sieht nach einem Bier aus. Finde ich gut. So, Blümchen. Aber jetzt müssen wir uns, glaube ich, beeilen, bevor es weg ist. Na, nee, eher ein Finger. Ja, da haben wir eine fingerbreite Blume. Ist jetzt erstaunlich gar nicht so hoch von der Breite her. Nur habe ich auch gedacht, so okay, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ansonsten fein bis mittelporig in diese Richtung. Ein paar Luftbläschen haben wir oben drauf. Begrüßen einen auch, zerplatzen schön und bilden sich wieder neu. Keine Kraterbildung und das Ganze von der Farbe her ist schneeweiß. Mal kurz nochmal einen Schwappel da reingeben. Ja. Doch, doch. Sieht ganz anständig aus von der Oberfläche. Sehr linear, finde ich eigentlich ganz gut. Ist ein bisschen verwunderlich, warum da so wenig drin ist an Kohlensäure. Dass da so wenig Blume entsteht. Obwohl es perlt, aber es sind wirklich ganz minimale Perlchen, also wirklich Perlchen, mikroskopisch klein fast. Man kann sie mit bloßem Auge eigentlich fast gar nicht erkennen. Ein bisschen was perlt ab vom Boden, aber reicht anscheinend aus, um zumindest die vorhandene, eher dünne Blume neu zu bilden. Ja, keine Risse, keine Löcher im Blumenteppich soweit, und von der Farbe her klassisches Helles, würde ich sagen. Haben wir ein Hellgold, Getreidegold, helles Getreidegold, so in die Richtung. Geht das? Ja. Okay. Eigentlich ganz ansprechend. Ja, was geben wir denn da? Auf jeden Fall über dem Durchschnitt. Finde die Farbe ganz gut. Ein bisschen Blümchen ist ja da. Bleibt auch einem Glas haften. Ach komm. Lassen wir uns nicht lumpen, ne? Geben wir mal 7 von 10. Sieht eigentlich ganz anständig aus. Die Farbe mag ich. Die sieht schön hell aus, getreidig. Finde ich ganz gut für die Ästhetik. Machen wir mal an. Schnuppern. Mhm. Ja, ich würde mal fast sagen, ein bisschen mild vom Anschnuppern selbst her. Also ist jetzt nicht irgendwie was Intensives, Kräftiges, was man sofort rausriecht, was einen in die Nase springt, sondern eher so ein bisschen milder.
und einen Fruchtkörper kann ich irgendwie rausriechen. Ich will mich noch nicht festlegen. Hab eine Vermutung, aber da will ich noch nichts festlegen. Ja. So, ihr Lieben, würde ich mal sagen, ab ins rechte Händchen. Zum Wohl auf euch, auf die Gesundheit, auf das Bier und den Genuss. Hören wir mal. Oh, das ist aber lecker. Oh. Oh. Da passiert ein bisschen was. Also, Antrunk. Oh, da kann er aber richtig überzeugen, ne? Jetzt verstehe ich das, warum er so eine hohe Bewertung bekommen hat bei den Rezensionen. Also im Antrunk, das ist schon edel. Also das muss man ganz klar sagen. Das ist ein weich bis mittelweiches Brauwasser, was wir hier verwendet haben. Irgendwie schmeichelt die gesamte Mundhöhle aus. Finde ich sehr, sehr angenehm. Sehr weich, sehr fluffig. Da beißt nichts, da zwickt nichts, da ist auch nichts rau oder so. Und dann kommen auch tatsächlich schon recht intensive Aromen, aber wirklich ganz fein abgestimmte Aromen auf die Zunge rauf. Und das alleine schon beim Antrunk. Sehr konzentriert und alles schön nacheinander. Nicht parallel verlaufen, sondern schön, so wie es sein soll, nacheinander. Ja, und dann hatte man zum Schluss gerade eben noch so einen leichten Geschmack von so einer Nussigkeit, mit der ich absolut nicht gerechnet hatte. Das war so richtig so nussig irgendwie. Es hat sich so, wie ob da so ein Nussbelag, Haselnuss, so Erdnuss in diese Richtung, sich auf der Zunge, oder auch so Maron, so Esskastanien, so in diese Richtung, so ein Geschmack, so ein bisschen herber, ne, und dann so abgesetzt. Sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, da möchte ich ja fast noch mal einen kleinen Nachtrunk nehmen. Ja. Also in der Reihenfolge, ich würde sagen, als allererstes haben wir es hier mit einem Getreide zu tun, mit dem Gerstenmalz, ganz sicher. Schmeckt ein bisschen blumig, ein bisschen getreidig. Fast dahinter kommt der Hopfen zum Vorschein, der tatsächlich auch ein bisschen Hopfenherbe mitbringt, mittransportiert, aber nicht intensiv. Also eher wirklich so auch ein bisschen milder abgestimmt. So von den Bittereinheiten her ist es eher ein bisschen milder, sage ich jetzt einmal. So, und dann kommt der Fruchtkörper, wo ich noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob es das ist, was ich vermute. Und dann kommt, also eher so was Liebliches, und dann kommt diese nussige Note hervor. So eine schön würzige Nussnuance, die sich dann so richtig so schön nochmal so im Mundraum breit macht. Finde ich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Habe ich so auch noch nie im Mund gehabt, sage ich mal. Dieses Erlebnis so von diesem Nussigen. Also da bin ich jetzt schon Fan von, also es gefällt mir. So, jetzt machen wir mal einen größeren Schluck. Ich möchte mal sehen, was da so im Mittelteil passiert. Also die Farbe, die sieht wirklich auch richtig geil aus irgendwie. Also ich lege mich jetzt mal vorsichtig fest, aber ganz vorsichtig. Was ich da als Fruchtnote rausschmecke, würde ich so in diese Richtung Birne, Traube. So in diese Richtung würde ich da reingehen. So ein bisschen so rote, überreife Weintraube und Birne. So vom Fruchtkörper her. Was so ein bisschen säuerlich ist, aber auch mehr Lieblichkeit mit transportiert. Also so eine richtig so eine schöne fruchtige Note ist da drin, die da sehr, sehr gut reinpasst. Also auch beim Mittelteil jetzt im Körper, vom Charakter, ganz klar, das, was wir schon beim Antrunk rausgeschmeckt haben, das ist jetzt hier so ein bisschen so, hat sich so gelegt so ein bisschen, der Mundraum ist gut vorbereitet und das hält jetzt auch richtig stabil, ja, diesen Körper, diesen Charakter. Und diese Nussigkeit, ja, die bleibt dann auch zum Schluss. Also die ist dann wirklich immer noch da, genau in dieser Reihenfolge. Ja, und ich lege mich jetzt mal fest. Ich würde sagen, rote Weintraube und überreife Birne, so vom dem, was ich so als erstes so schmecken würde, so würde ich da rausschmecken, so vom Charakter her halt, ne? Von den Geschmacksnuancen. Ja, sehr, sehr stimmig und süffig, Leute. Das mag man gar nicht glauben. Es ist kein dynamisches Bier. Jetzt haben wir es ein bisschen schwierig, aber da kommen wir gleich noch zu bei der Zusammenfassung, wenn wir jetzt noch mal kurz den Abgang machen. Ah, da läuft der runter da. Wunderbar angekommen auch. Samtig.
Ja, und überraschend auch hier eher die Hopfenherbe kommt nach oben. Ja, dieses ein bisschen süßliche von dem Fruchtkörper, aber auch die Hopfenherbe, die schickt dann nochmal nach oben als letzten Gruß so. Ja, fassen wir zusammen. Tegernseer Hell. Was haben wir da? Da haben wir ein absolut leckeres Bier. Ganz klar, richtig lecker, fein abgestimmt, überraschend durch diesen nussigen Charakter, der da drin ist. Hat man nicht ganz so häufig im Bier, zumindest die ich schon getrunken habe in meinem Leben, ist mir das nicht so häufig vorgekommen. Ja, und ich wollte was sagen, und zwar, wir haben es mit einer schwierigen Nummer zu tun, weil es ist süffig, es will getrunken werden, ist aber kein dynamisches Bier. Es ist ein Bier, das eher zum Genießen anregt. Aber doch, wenn man es im Mund hat, möchte man es am liebsten so, oh, erst ein bisschen länger im Mund halten, ne, und dann ganz schnell runterschlucken. Irgendwie, wenn man da so einen Bock drauf hat, weil es so lecker ist. Ja, also das ist so eine schwierige Nummer halt. Ne? Auf der einen Seite dynamisch will getrunken werden, auf der anderen Seite regt es aber auch so zum Genießen an. Das ist schon fast so ein Spannungsbogen, der da aufrechterhalten wird. Ja, bewerten wir mal. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das ist so ein Bierchen, das kann ich mir wirklich so wunderbar im Biergarten auch vorstellen. Ich finde, das ist so, oh, da lässt sich im Biergarten, ne, so schön, so ein schöner später Nachmittag. Ja, und dann setzt du dich schön hin bei frischer Luft draußen, so im Sommer. Und dann kommt da an, stellt dir da so einen Becher hin da und dann aber, wow, das schmeckt. Ja, kann man richtig so ein, zwei, drei Stück von trinken. Das macht Spaß. Ja, auch im Winter stelle ich mir gut vor zum Essen. Das passt auf jeden Fall auch. Vielleicht sogar zu einem guten Zanderfilet oder so. Durchaus ein bisschen was Fisch. Würde, glaube ich, ganz gut passen zu einem Fischgericht auch. Weil es halt nicht so kräftig ist, ne? Also von der Würze her ist es nicht so kräftig. Da passt das eigentlich ganz gut. Auch zum Beispiel zum Salat könnte ich mir das wunderbar vorstellen. Ja, wie bewerten wir es denn jetzt? Gehe ich auf jeden Fall eine hohe Punktzahl ein. Nochmal kurz ein Stückchen nehmen. Ja, bin ich mir sicher. 5. Ich gebe 5 von 5 von möglichen 6 Punkten für das Tegernseer Hell. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ja, und damit sind wir draußen. Da kümmere ich mich jetzt selbstverständlich noch drum. Und ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Biertest mit mir. Ciao, euer Biersüffler.